einer lauen Nacht im Bagdad des frühen 9. Jahrhunderts hatte der Kalif al-Ma'mun, der Sohn des berühmten Harun al-Rashid, einen Traum. Es erschien ihm ein Mann von rötlich-weißer Hautfarbe, mit hoher Stirn, zusammengewachsenen Brauen, kahlem Kopfe, dunkelblauen Augen und schönen Zügen, der auf einem Katheder saß. Al-Ma'mun schilderte den weiteren Fortgang des Traumgesichts in folgender Weise. Ich hatte den Eindruck, dass ich ehrfurchtsvoll vor ihm stand, und ich fragte ihn, wer er sei. Er erwiderte, ich bin Aristoteles. Ich freute mich mit ihm und bat ihn, eine Frage an ihn richten zu dürfen. Er gab mir die Erlaubnis und ich sagte, was ist das Gute? Er erwiderte, das, was vor der Vernunft gut ist. Ich fragte, und was dann? Er erwiderte, das, was dem Religionsgesetz nach gut ist. Ich fragte, und was dann? Er erwiderte, das, was die Allgemeinheit für gut hält. Ich fragte, und was dann? Und er erwiderte, nichts weiter. Zitat Ende. Ibn al-Nadim, unsere unschätzbare Quelle, der in einem großen Verzeichnis alle zu jener Zeit verfügbaren Schriften und bekannten Autoren festgehalten hat und auch den Traum des Kalifen referiert, erklärt im Weiteren, dass dieser Traum einer der wichtigsten Gründe für die Übersetzungstätigkeit griechischer Texte ins Arabische gewesen sei. Nun stellt sich dem unvoreingenommenen Zuhörer natürlich die Frage, verhielt es sich wirklich so, wie Ibn Nadim und nach ihm noch andere Autoren es darstellten? Geht die jahrhundertelange Übersetzungstätigkeit ins Arabische, die alle verfügbaren Texte zu den Naturwissenschaften, zur Mathematik, zur Medizin und natürlich zur Philosophie aus dem Griechischen oder Syrischen ins Arabische übertrug, auf die Begebenheiten dieser einen Nacht zurück? Und wie steht es dann mit dem Verhältnis der Philosophie zur Religion? Wie war es möglich, dass sich rationale Wissenschaft in der islamischen Welt entwickeln konnte? Ich möchte Ihnen heute einen Einblick geben in die Vorgänge, aus denen die mittelalterliche arabische Philosophie hervorging, welche Hürden sie dabei überwinden musste und wie sie schließlich Verbreitung gefunden hat. Natürlich fing nicht alles in einer einzigen Nacht an, so reizvoll die Traumlegende auch sein mag. Schon zwei Generationen vor al-Ma'mun hat die Übersetzungstätigkeit begonnen. Dank seiner Förderung erreichte sie jedoch ihren Höhepunkt. Und etwas kam tatsächlich erst unter al-Ma'mun zur Blüte und nachmals zu großer Ausstrahlung, die arabisch-islamische Philosophie. Unter seiner Ägide wurde auch das sogenannte Haus der Wissenschaft, Bayt al-Hikma, errichtet oder eingerichtet. Vielleicht kann man dieses am besten mit der Art eines heutigen Wissenschaftskollegs vergleichen, ein Ort, an dem man Fachkollegen, in diesem Falle Übersetzer, und vor allem eine Bibliothek vorfindet. Eine Bibliothek sehen Sie hier. Diese ist allerdings die Bibliothek von Basra. Die Bücher liegen aufgestapelt in den Regalen, davor sitzt eine Gruppe Gelehrter im Gespräch. Im Hinblick auf diese Entwicklungen muss man auch die Traumlegende lesen. Der Kalif fragt nach dem Guten und Aristoteles setzt in seinen Antworten die Vernunft, die Ratio über das religiöse Gesetz, über die Scharia. Dem Kalifen konnte dieser Traum nur gerade recht kommen und deswegen kann auch der Verdacht aufkommen, dass der Legendenbildung in diesem Fall gerne etwas nachgeholfen worden ist. Unterstützt wird dieser Verdacht durch einen Blick auf die politischen Umstände der damaligen Zeit. Der Kalif al-Ma'mun war derjenige, der der Macht der Abbasiden endlich nach heftigen und jahrelangen Bruder- und Bürgerkriegen in Bagdad ein Zentrum zu schaffen verhalf. Dies versuchte er nicht nur auf der Ebene der Politik, sondern auch auf kultureller und religiöser Ebene. Al-Ma'mun war es, der einen fundamentalen Glaubenssatz der rationalistischen Theologen, der Mu'taziliten, zur Staatsdoktrin erhob, nämlich das Dogma der Erschaffenheit des Korans. Damit zeigte er auch auf theologischer Ebene an, dass der Kalif die absolute Macht auf sich vereinigt,
Denn er ist es, der über die richtige Interpretation des Korans und damit über theologische Dogmata entscheidet. Im Hinblick auf die Philosophie, das Thema unseres heutigen Abends, sind diese Vorgänge von grundlegender Bedeutung. Denn nur in einem Klima, in dem rationale Argumentation gehört und geschätzt wurde, konnte die Verbreitung der Wissenschaften stattfinden. Dass die Beschäftigung mit dem antiken griechischen Erbe der Naturwissenschaften und auch der Philosophie nicht erst unter Al-Ma'mun begonnen hat, habe ich schon erwähnt. Im Gegenteil, die Begegnung mit der zumeist griechischen Medizin, Astronomie und Mathematik hatte schon seit der islamischen Eroberung der von der hellenistischen Kultur geprägten Gebiete stattgefunden. Das Griechische war zwar nicht mehr die am meisten verbreitete Sprache. Unter den Christen hatte das Syrisch-Aramäische die Überhand gewonnen, im Iran war das Persische die Verkehrssprache. Deswegen wurden die Übersetzungen der benötigten Texte aus dem Griechischen ins Arabische immer wichtiger. Für Medizin und Astronomie, aber auch Astrologie, interessierte man sich anfänglich am meisten. Die Gründung der Hauptstadt Bagdad zum Beispiel hatte aufgrund der Gutachten persischer Astrologen stattgefunden. Die Medizin war derweil sowohl was die Wissenschaft als auch was die Ausbildung betrifft, vor allem in der Hand von christlichen syrischen Ärzten. Es gibt sogar Anekdoten, die berichten, wie sich muslimische Ärzte über ihre Chancenlosigkeit gegenüber den christlichen Kollegen beklagen. Einer der berühmtesten Ärzte unter ihnen war Hunayn ibn Ishaq. Er wurde zu einer zentralen Figur der Überlieferung aus dem Griechischen, als einer der produktivsten Übersetzer des 9. Jahrhunderts. Hunayn ibn Ishaq hatte eine solche Autorität, dass die von ihm verfassten Texte in Gold aufgewogen wurden und er daher auch ein Auge darauf hatte, dass sie in möglichst raumgreifender Schrift und auf dickem Papier geschrieben wurden. Durch die Berichte des Hunayn ibn Ishaq wissen wir auch über die Umstände Bescheid, wie er auf der Suche nach Manuskripten Syrien, Palästina und Mesopotamien bereiste und bis nach Alexandria kam. Hunayn hat alle Schriften des Galen auf seinen Reisen zusammengesucht und übersetzt. Ein Beispiel einer von Hunayn ibn Ishaq übersetzten Schrift von Galen sehen Sie hier. Es handelt sich um einen Kommentar oder besser gesagt eine Doxographie Galens zu Hippokrates und Platon. Die Handschrift datiert aus dem Jahr 1079 und ist übrigens die älteste datierte arabische Handschrift der Bayerischen Staatsbibliothek. Galen gibt aber auch das Stichwort für die Philosophie. Nicht nur hat er eine Schrift darüber verfasst, dass der Arzt auch Philosoph sein müsse, er verfasste auch selber ein Lehrbuch der Logik. Die prominente Rolle blieb der Logik über die Jahrhunderte erhalten. Ein erstes arabisches Kompendium des Organon, also der logischen Schriften von Aristoteles, entstand schon im 8. Jahrhundert aus einer Kompilation persischer Quellen. Die Wichtigkeit der aristotelischen Logik, die sie nachmals zur Begleiterin aller Wissenschaften machte, besteht darin, dass sie der Anfang und das Fundament jeder wissenschaftlichen Bildung wurde. Dies hatte seinen Anfang schon in der spätantiken Lehrtradition der Schule von Alexandria genommen und setzte sich zuerst in der syrischen und dann in der arabischen Übertragung in eben dieser Form fort. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Philosophie im lateinischen Westen. Durch die Übertragung und Kommentierung der Isogoge, der Kategorien und der Hermeneutik in der spätantiken Tradition durch Boethius fand dieser Teil der aristotelischen Logik ihren Weg in die christlichen Klöster. Der Unterschied besteht darin, dass die sogenannte Logica Vetus sich noch für Jahrhunderte fast nur auf diese drei logischen Schriften beschränkte. In der arabischen Welt hingegen stand schon im 9. Jahrhundert das gesamte logische Korpus von Aristoteles in Übersetzung zur Verfügung. Durch die Förderung der Kalifen, Wesire und anderer hochmögender Würdenträger wurde die Übersetzung und Kommentierung der griechischen Texte möglich. Die Anregungen zur Übersetzung von Texten
kamen allerdings auch aus dem Kreis der Gebildeten selbst, die ihren Lebensunterhalt jedoch oft genug mitnichten mit diesem hochgeistigen Zeitvertreib bestreiten konnten, sondern als Kopisten und Buchhändler auf dem Souq al-Waraqin, also auf dem Papiermarkt, ihr Brot verdienten. Einer der wichtigsten der Anreger und Auftraggeber, gleichzeitig aber auch einer der klügsten Köpfe nicht nur seiner Zeit, war Al-Kindi, der 870 gestorben ist, der auch der Philosoph der Araber genannt wird. Er war der Autor zahlloser Schriften über alle Bereiche des Wissens, von der Astronomie und Astrologie bis zur Optik, Harmonielehre, Medizin, Naturlehre und Naturphilosophie. In seinem Wirkungskreis steht aber nun zum ersten Mal die Philosophie im Mittelpunkt. Sie ist Wissenschaftslehre, sie ist Scientia Scientiarum. Die Philosophie, von der wir hier sprechen, kursierte unter dem Namen des Aristoteles, der in der mittelalterlichen arabischen Welt den Beinamen der erste Lehrer, Al-Muallim al-Awwal, erhielt. Die arabischen Übersetzer lernten die aristotelischen Texte aus der Perspektive ihrer spätantiken, vom Neuplatonismus geprägten Kommentatoren kennen. So vertritt dieser Aristoteles die Unsterblichkeit der Seele, sein erster Beweger ist zugleich erster Intellekt und dazu auch noch erste Ursache alles Seienden. Das neuplatonische Gewand für Aristoteles ist aber nicht nur ein Resultat der Kommentiertätigkeit der spätantiken Autoren. Es wurden auch Texte unter dem Namen des Aristoteles verbreitet, die auf einen anderen Autor zurückgehen, nämlich auf Plotin. Unter dem Titel Theologie des Aristoteles wurden Teile von Plotins Enneaden verbreitet, worin die neuplatonische Lehre der Emanation aus dem einen Guten und von der Erlösung der Vernunft aus der Körperbindung der Seele dargestellt wird. Auch das Buch Vom reinen Guten, der Liber de Causis, dessen Inhalte auf Proklos zurückgehen und das die erste Ursache und die sich selbst denkenden Geistsphären beschreibt, wurde unter dem Namen des Aristoteles verbreitet. Unter peripatetischer Flagge wurde also die neuplatonische Lehre verbreitet. Der arabische Aristoteles bot dadurch eine Synthese peripatetischer und neuplatonischer Theologie, in der der unbewegte Beweger zugleich Wirkursache der Schöpfung ist. Da auf diese Weise aus der überlieferten aristotelischen Philosophie keine Gefahr bestand für den absoluten Monotheismus des Islam, blieb auch die Naturlehre, also Biologie, Physiologie und Physik, vereinbar mit seinen Dogmen. Vor diesem Hintergrund konnte sich in Bagdad eine Lehrtradition entwickeln, die sich über mehrere Lehrer-Schüler-Generationen und über 200 Jahre hinzog. Vor allem aus dem 10. Jahrhundert sind uns zahlreiche Gelehrte und ihre Werke bekannt, die alle zu einem vertieften Verständnis der aristotelischen Philosophie beitrugen und ohne die der Siegeszug des Aristotelismus vom arabischen bis ins lateinische Mittelalter gar nicht denkbar gewesen wäre. Als Begründer dieser sogenannten Bagdader Schule und als wichtige Träger der Überlieferungskette sind Matta ibn Yunus und Yahya ibn Adi zu nennen. Aus dem Umkreis des Letzteren stammt auch eine Fassung des Organons, also des gesamten Korpus der aristotelischen Logik, inklusive Poetik und Rhetorik. In einer in der Pariser Nationalbibliothek aufbewahrten Handschrift, die vor dem Jahr 1027 entstanden sein muss, ist dieses Werk erhalten. Ich zeige Ihnen hier eine Seite dieser Handschrift, und zwar den Beginn des 8. Buches der Topik. Versehen sind die Werke mit Marginalnotizen verschiedener Generationen von Bagdader Philosophen vom 10. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts. Die Gelehrten übersetzten sowohl die Texte selber, manchmal aus dem Syrischen ins Arabische, manchmal aus dem Griechischen, daneben jedoch auch die Kommentare dazu, wie zum Beispiel diejenigen von Themistios und von Alexander von Aphrodisias. Die griechischen Kommentatoren und in ihrer Nachfolge auch die arabischen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich sehr eng an die aristotelischen Schriften halten
und sehr textnah arbeiten, mit Lemmata, die meist Wort für Wort erklärt werden. Ein markantes Merkmal ihrer Kommentiertätigkeit ist es, dass sie den Text und ihren Kommentar dazu auch auf inhaltlicher, argumentativer Ebene immer systematisch darstellen. Jedes Argument hat seinen bestimmten Platz in ausgetüftelten Ordnungen, Rangordnungen und Unterordnungen. In dieser Weise wurden neben dem gesamten Organon auch die Physik, die Seelenlehre, der Anima, Teile der Metaphysik, die Poetik, die Zoologie und die Meteorologie zugänglich gemacht, aber auch Werke von Platon, wie der Timaios oder die Leges. Zum Vergleich: Im Westen waren bis zum 12. Jahrhundert nur Teile des Organons und die Hälfte des Timaios in lateinischer Übersetzung verfügbar. Die unbestrittene Autorität der arabischen Kommentatoren ist Aristoteles. Selten werden auch Widersprüche im aristotelischen Werk aufgedeckt. Dagegen sind Rückgriffe auf frühere Autoritäten, also andere Kommentatoren, zwar häufig, aber nicht immer zuverlässig. Vor allem sind sie oft nur dazu da, sich mit den Federn der fremden Autorität zu schmücken. Auf diese Weise werden anderen Gelehrten Argumente zugeschrieben, die diese gar nie vorgebracht haben. Diese Zitierweise würde man in keiner Proseminararbeit durchgehen lassen. Die Blüte der Bagdader Schule dauerte zwar lange und sie trug zahlreiche, auch gewichtige Früchte, und doch fand ihre Lehre keinen Einlass in die islamischen Lehrinstitutionen. Bis zum Ende des 10. Jahrhunderts kann man auch nicht von Lehrinstitutionen sprechen, da die Wissensvermittlung ganz von der persönlichen Beziehung bestimmt war. Die Studenten der religiösen Wissenschaften sammelten sich in der Moschee um ihren Lehrer. Die wichtigste Lehrinstitution islamischer Lehre, die Madrasa, bildete sich erst gegen Ende des 10. Jahrhunderts heraus. Primär wurde an der Madrasa islamisches Recht gelehrt, das wiederum auf der Interpretation des Korans und der Prophetenüberlieferung, dem Hadith, basiert. Die arabische Philologie gehört auch zum Instrumentarium der Lehre, da sie zur Grundlage der korrekten Exegese gehört. Die arabische Philologie wird auf diese Weise zu einer Philologia sacra, da sie den offenbarten Koran studiert. Die Grammatik, ein Zweig der Philologie, erhält dadurch eine religiöse Konnotation, wie wir sie aus der griechisch-lateinischen Tradition nicht kennen. Dieses Phänomen spielt eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung zwischen Religion und Philosophie. Der von Al-Ma'mun im 9. Jahrhundert propagierte Rationalismus behielt nicht lange die Oberhand. In der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts hatten traditionistische Strömungen unter den Rechts- und Religionsgelehrten zusammen mit dem Niedergang der kalifalen Macht zur Folge, dass die politischen Institutionen eine Islamisierung des öffentlichen Lebens förderten, um den Zusammenhalt des Reiches zu wahren. Nun gewannen der Koran und die Sunna, also der normgebende Brauch des Islams, wieder an Boden. Die philosophische Logik, die durch die Bagdader Aristoteliker zur hohen Schule des Denkens erklärt worden war, wurde von den arabischen Grammatikern zurückgewiesen mit dem Argument, dass richtiges Denken unauflöslich mit richtigem Reden verbunden sei und dass daher eine Logik, die auf einer Fremdsprache beruhe, nicht für das arabische Denken Geltung haben könne. Das bedeutete, dass sich der Graben, der sich ohnehin nie hatte schließen lassen, zwischen den islamischen Disziplinen und den nach wie vor als fremd empfundenen Wissenszweigen des antiken Erbes, die daher auch Al-Ulum al-Ajam genannt wurden, also die fremden Wissenschaften, vertiefte. Es stellte sich die Frage, wie die Philosophie in der islamischen Gesellschaft zu integrieren sei, bei gleichzeitiger Anerkennung der Glaubenssätze der offenbarten Religion. Einen Entwurf, wie dieses Problem zu lösen wäre, lieferte Al-Farabi. Abu Nasr al-Farabi, der um 950 gestorben war, gehört zu den bedeutendsten Vertretern der mittelalterlichen arabischsprachigen Philosophie. Ihm wurde der Beiname der zweite Lehrer, gemeint ist der zweite Lehrer nach Aristoteles, verliehen,
aufgrund seiner umfassenden Kommentare und Werke zur aristotelischen Philosophie. Ganz besonders intensiv beschäftigte sich Farabi mit der Logik. Die meisten seiner erhaltenen Schriften beschäftigen sich mit diesem Gebiet, und zwar besonders im Hinblick auf die Verbindung von griechischer Logik mit der arabischen Sprache. Mit dieser Fragestellung leistete unser Autor wichtige Beiträge zur Diskussion seiner Zeitgenossen über das Problem der sprachfremden Logik, die auf die Vermittlung der eigenen arabischen Sprache angewiesen ist. Nach der Ansicht Farabis behandelt die Logik nicht den Inhalt, sondern nur die Form der Aussagen, die nicht dasselbe sei wie ihre sprachliche Form. Der Hintergrund dieser Gedanken ist zu Beginn von Aristoteles Hermeneutik zu finden. Aristoteles schreibt hier über die Zusammenhänge von Ding, Gedanke, Wort und Geschriebenem. Dinge und Gedanken gelten überall gleich, Wort und Geschriebenes nicht. Gedanken haben Ähnlichkeit mit den Dingen, Wort und Geschriebenes nicht. Geschriebenes ist Zeichen für Wörter, Wörter sind Zeichen erstens für Gedanken und zweitens für Dinge. Farabi baut mit seinen Ausführungen insofern auf die griechischen Kommentatoren auf, als sich schon diese in ihren Kommentaren zu den Kategorien zu der Frage äußerten und feststellten, dass die Logik nicht die Wörter selbst, sondern die Wörter als Ausdruck der Gedanken behandle. Die Debatte, in die Farabi da eingriff, war eine öffentliche, ja intensive Debatte. Einer der faszinierendsten Berichte darüber ist die Wiedergabe eines Streitgesprächs aus dem Jahr 932 zwischen dem schon genannten Übersetzer Matthar ibn Yunus und dem ebenfalls bedeutenden Religionsgelehrten und Grammatiker Sirafi, die mit dem schon vorprogrammierten Sieg des islamischen Religionsgelehrten endete. Vorprogrammiert war der Sieg deswegen, weil Sirafi, der für die arabische Grammatik stritt, in der tendenziösen Darstellung die Oberhand behalten musste, da es galt, den Primat der religiösen Wissenschaften über die fremden Erkenntniswege zu verteidigen. Das Verdienst von Farabi jedoch war es, dass er nicht einfach die traditionelle arabische Grammatik der fremden Wissenschaft der Logik gegenüberstellte, sondern von einer schon sprachlogisch organisierten arabischen Grammatik ausging, wodurch der Gegensatz zwischen den beiden von vornherein entschärft wurde. In diesem Zusammenhang muss ein weiteres Werk Farabis genannt werden, das auch im lateinischen Westen überliefert wurde, weil es seine Intention, die Wissenschaft zu integrieren, besonders deutlich macht. Ich meine seine Aufzählung der Wissenschaften, Ihsar al-Ulum, die unter dem Titel des Scientiis durch die Übersetzungen von Gerhard von Cremona und von Dominicus Gundisalinus, also im 12. Jahrhundert, auch auf Latein rezipiert wurde. In dieser Abhandlung stellt Farabi einen Katalog aller zur damaligen Zeit bekannten Wissenschaftsdisziplinen zusammen. Das Besondere daran ist, dass er die in der aristotelischen Wissenschaftslehre definierten Disziplinen gleichberechtigt neben die islamischen Wissenschaften, also Grammatik, islamisches Recht und Theologie, stellt. Er verwendet die Unterscheidung zwischen fremden und arabischen Wissenschaften einfach überhaupt nicht mehr. In Wirklichkeit gelang erst ab dem 12. oder 13. Jahrhundert, vor allem im iranischen Osten, die Integration der Wissenschaften in der Madrasa, oftmals durch Gelehrte, die medizinische oder mathematische Studien trieben. Dort konnte dann, da die Logik auch in der islamischen Theologie Einzug hielt, die religiöse Lehre mit der Philosophie und den Naturwissenschaften zu einem Kanon zusammenwachsen. Aber Al-Farabi suchte nicht nur in der Wissenschaftslehre nach einer neuen Lösung. Gegen Ende seines Lebens, inmitten von dramatischen sozialen Auflösungserscheinungen aufgrund des Machtzerfalls des Kalifats, schuf er in seiner Summa den Entwurf einer idealen Gemeinschaft. Das Buch heißt »Die Prinzipien der Ansichten der Bewohner der vortrefflichen Stadt«. Mit den Prinzipien ist die universale Seinsordnung gemeint, ohne deren Kenntnis das Gemeinwesen nicht Bestand haben kann. In ihrer Gänze sind sie aber nur dem Philosophen zugänglich,
Alle anderen Mitglieder des Staates müssen sich mit symbolischen Darstellungen behelfen. Deshalb gehört die Leitung des Gemeinwesens in die Hand des Philosophen. Spätestens an dieser Stelle wird man an Platons Staat denken. Dieses Buch, das ebenfalls einen idealen Staat beschreibt, wurde in der Spätantike nur noch am Rande studiert. Umso bemerkenswerter ist es, dass es unter dem Islam als Modell für eine Erneuerung der islamischen Gemeinschaft wieder ins Spiel kam. In welcher Form der platonische Text dem Farabi vorlag, ob als Paraphrase oder nur in einzelnen Abschnitten, ist allerdings noch Gegenstand der Forschung. Die Grundlage des besten Staates ist die Realisierung des Guten im Menschen, das, was ihn letztlich zum Glück führt. Das Fundament, auf dem sowohl die Regierung des Staates als auch das einzelne gelungene Leben der Einwohner ruhen, ist die Einsicht in die göttlichen und menschlichen Dinge, die universale Seinsordnung, die wahre Philosophie. Sie steht an der Spitze jeder Erkenntnis, also auch über jeder anderen Wissenschaft, weil sie die universale Wahrheit durch apodiktische Beweise auf den Begriff bringen kann. Sie steht damit auch über der Religion, die nur als Hilfsmittel fungiert, indem sie den normalen Menschen, die mit ihren beschränkten geistigen Mitteln den Zugang zur Wahrheit nicht über die Philosophie finden können, mit Symbolen und Gleichnissen das Verständnis erleichtert. Die Philosophie steht zwar an oberster Stelle, aber sie wirkt im Dienst der Erhaltung des religiösen Gemeinwesens. Die für das ideale Gemeinwesen notwendigen Kenntnisse, die jedes Mitglied haben sollte, beziehen sich vor allem auf die Seinsordnung. Farabi bietet eine Gesamtschau der göttlichen und menschlichen Sphären und ihren sie strukturierenden Hierarchien. Er entwirft eine Kosmologie, in der die Sphären nach neuplatonischem Vorbild durch Emanation aus dem einen hervorgehen als Himmelskörper und als Intellekte und aus denen schließlich die wandelbare sublunare Welt hervorgeht. Dem Menschen ist es möglich, über die irdische Sphäre hinaus Kontakt aufzunehmen mit der himmlischen Sphäre, indem er seinen Intellekt auf eine ganz bestimmte Art und Weise beherrscht und lenkt. Diese Art von Intellekt, den aktiven Intellekt, führt Farabi als Schnittstelle ein zwischen der geistlichen und der sinnlichen Welt. Dieser Schritt ermöglicht ihm dann auch seine Theorie der Offenbarung und der Prophetie. Auf diese Weise ist es Farabi möglich, eine neuplatonisch-aristotelische Kosmologie mit der islamischen Religion zu harmonisieren und in einer einzigen Seinsordnung unterzubringen. Hatte Farabi trotz oder gerade wegen der realen politischen Missstände den Willen, ein Modell eines gelungenen Staates aufzustellen, so richtete ihm Sina oder Avicenna, wie er im Lateinischen heißt, der stark unter Farabis Einfluss war, obwohl auch er sich zu den Bedingungen eines idealen Staates geäußert hat, den Blick nicht mehr auf die Niederungen des Daseins, sondern auf die überweltliche Sphäre der reinen Erkenntnis. Für Avicenna, der auch als Arzt sehr berühmt und sowohl für die arabisch-persische wie auch für die lateinisch-westliche Medizin überaus wichtig geworden ist, trat das Problem der Vereinbarkeit der reinen Wissenschaften mit den religiösen Disziplinen in den Hintergrund. Das große Thema seiner Metaphysik ist, stark beeinflusst von der vorher erwähnten sogenannten Theologie des Aristoteles, also von der Philosophie Plotins, der Weg der Seele zur Erkenntnis Gottes. Dieser Weg führt über die Konjunktion der Vernunftseele mit dem aktiven Intellekt. Auch Avicenna versucht, letztlich mit den Mitteln, die die griechische Terminologie geboten hat, die Identität zwischen der universalen, intelligiblen Wahrheit und den Symbolen der islamischen Offenbarung aufzuzeigen. Aber er begründet den Primat der Philosophie nicht auf der Darstellung eines utopischen Idealstaates, sondern in einer neuen Metaphysik. Der Kerngedanke darin ist, dass die Existenz von Möglichseiendem die Existenz eines absolut Notwendigseienden impliziert. Dieses absolut Notwendigseiende ist Gott. Da alles, was vom Notwendigseienden ausgeht, notwendig existieren muss, ist auch die Schöpfung notwendig.
Avicenna distanzierte sich ausdrücklich von der traditionellen Aristoteles-Überlieferung der Bagdader Übersetzer und Kommentatoren aufgrund ihres sklavischen Anschlusses an die alexandrinische Tradition. Dass dies auch durchaus in hemdsärmeligem Ton geschehen konnte, zeigt ein Zitat aus seinem nächsten Umfeld, ich zitiere, man hätte nie etwas Abwegigeres und Konfuseres gesehen als die Kommentare der Bagdader Aristoteliker. Zitat Ende. Avicenna schuf Neues. Durch seine enzyklopädische Darstellung der Wissenschaften im Buch der Heilung, Kitab al-Shifa, gemeint ist die Heilung der Seele durch die Wissenschaft, gelang es ihm, die Schriften des Aristoteles und auf medizinischem Gebiet diejenigen Galens zu verdrängen. So berühmt Avicenna durch seinen Kanon der Medizin im lateinischen Mittelalter auch wurde, für die Philosophie bildet nicht er, sondern Averroes, wie er im lateinischen Raum heißt, oder Ibn Rushd, der 1198 gestorben ist, die Brücke in den Westen. Averroes aus Córdoba war der bedeutendste Philosoph des Andalus. Als Kommentator des Aristoteles wurde er auch bei den lateinischen Philosophen des Mittelalters berühmt. In seinem Werk rechtfertigte er Aristoteles gegenüber abweichenden Lehrmeinungen, auch gegenüber der Kritik Avicennas. Er verneint die Möglichkeit, dass der Einzelne durch Philosophie das wahre Glück zu erlangen vermöge. Denn nur die universale Vernunft der Menschheit kann zur Konjunktion mit dem aktiven Intellekt gelangen. Averroes lebte und wirkte in Córdoba. Auch die Rezeption der arabischen Schriften durch die westlichen lateinischen Gelehrten nahm in Andalusien ihren Anfang, nämlich in Toledo. Dort übersetzten im 12. Jahrhundert Gerhard von Cremona, Dominicus Gundisalinus und später auch Michael Scotus viele arabische Texte ins Lateinische. Mit den lateinischen Übersetzungen aus dem Arabischen kommen wir zu unserem letzten Bild. Es zeigt Hermannus Alemannus, also Hermann den Deutschen, den Übersetzer, der um 1240 unter anderem den mittleren Kommentar des Averroes zur nikomachischen Ethik ins Lateinische übertrug. Wir sehen einen Lehrer in einer arabischen Gewandung, die den arabischen Einfluss bildhaft macht, von einem Katheder herab über seine Schüler hinweg dozierend. Einige von den Zuhörern haben offensichtlich jetzt auch schon genug und schlafen oder plaudern über andere spannende Dinge miteinander. Damit es Ihnen nicht auch so geht, meine Damen und Herren, komme ich jetzt zum Schluss und zwar mit einer kurzen Betrachtung des Einflusses, den die arabischen Philosophen auf die mittelalterliche Philosophie des Westens hatten. Auch die Rezeption in der lateinischen Welt begann mit Übersetzungen vor allem naturwissenschaftlichen oder medizinischen Inhalts. Der Großteil des aristotelischen Korpus wurde fast parallel aus dem Griechischen wie aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt. Die Arbeit an den Übersetzungen nahm aber sehr lange Zeit in Anspruch. Erst um 1230 gelangen zum Beispiel die Schriften des Averroes an die Universität von Paris. Vor allem ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begannen auch philosophische Texte zu erscheinen. Einer der wichtigsten Übersetzer und Autoren dieser Epoche ist Dominicus Gundisalinus. Er übersetzte Teile aus Avicennas Schifa, aber auch die Aufzählung der Wissenschaften von Al-Farabi. Das Buch von Farabi inspirierte ihn auch dazu, ein eigenes Werk über die Wissenschaftslehre zu verfassen, indem er die Darstellung Farabis in Zusammenhang mit der enzyklopädischen Auffassung Avicennas betrachtet. Es lässt sich anhand der übersetzten Werke arabischer Autoren ablesen, welche Themen besonders intensiv verfolgt wurden. Das sind die Metaphysik, die Intellektlehre und die Seelenlehre. Auf diesen Gebieten war der Einfluss der arabischen Denker denn auch besonders groß. Andere Errungenschaften der arabischen Philosophie brauchten länger, um beachtet zu werden oder gar eine Wirkung entfalten zu können. So wurden Avicennas für die arabische Philosophie bahnbrechenden Begriffen von Essenz und Existenz eigentlich erst durch Thomas von Aquin, also erst im 13. Jahrhundert, durch dessen Buch De Ente et Essentia ein neues Leben eingehaucht. Was hervorsticht in dieser Epoche der mittelalterlichen Philosophie,
ist die Kompatibilität zwischen der christlichen Religion und dem arabischen Neuplatonismus. Auf dieser Grundlage wurde es auch in der lateinischen Welt möglich, eine säkulare Philosophie betreiben zu dürfen. Dies führt uns zurück zum Traum des Kalifen. Al-Ma'mun wollte den Rationalismus als Staatsdoktrin erzwingen, aber dieses Vorhaben ist bald gescheitert. Trotzdem wurde in dieser Epoche durch die Beschäftigung mit dem antiken Erbe eine gemeinsame Sprache geschaffen, die es den Menschen in den kommenden Jahrhunderten an diesem und an jenem Ufer des Mittelmeeres, im Osten wie im Westen, erlaubte, sich über die Grundfragen des Lebens auszutauschen und sie auf den Begriff zu bringen. Ich danke Ihnen. Ja, was mich überrascht ist, dass zunächst vom Griechischen ins Arabische übersetzt wurde, wobei er die römische Aristokratie griechisch gesprochen hat, dann wäre es ja eigentlich doch naheliegend, vom Griechischen gleich ins Lateinische zu übersetzen. Das überrascht mich ein bisschen. Sie meinen dann im lateinischen Westen. Das gab es ja auch. Also das habe ich auch erwähnt, dass die Übersetzungen fast parallel stattgefunden haben. Das Besondere ist, dass das aristotelische Korpus eben in der arabischen Übersetzung schon, zum Beispiel das aristotelische Organon in der arabischen Fassung ja schon komplett vorhanden war. Und deswegen war es dann auch für die westlichen Philosophen besonders interessant, diese Texte aus dem Arabischen ins Lateinische zu übersetzen, die sie noch nicht hatten vorher. Gibt es dann auch lateinische Texte in der mittelalterlichen Philosophie, die nur aus dem Arabischen übersetzt sind? Oder auch gibt es denn Texte, die also sowohl als auch der Grund komplett von Aristoteles kommt, sowohl direkt aus dem Griechischen oder nur über den Umweg Arabisch übersetzt worden sind? Sie meinen jetzt Aristoteles? Ja. Sie fragen, ob es aristotelische Texte gibt, die nur auf Arabisch überliefert worden sind. Ja, die nur aus dem Arabischen ins Lateinische kommen und gar nicht im Original. Es ist eine chronologische Frage. Also zuerst dann aus dem Arabischen, und das gibt es nicht als Resultat. Aber Sie müssen die Chronologie beachten. Also eben, wie ich vorher sagte, dass die eben zuerst dann Texte übersetzt haben, die auf Arabisch überliefert worden sind. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo dann im Resultat dann beides gleich war. Am Ende heute muss man sagen, ja, das Resultat ist dasselbe. Habe ich richtig verstanden, dass an der islamischen Madrasa auch antike Philosophie, also vor allem Aristoteles, dann doch unterrichtet wurde ab dem 12. Jahrhundert? In Form der Logik schon, ja. Das, also, weil die Logik dann eben auch als Wissenschaftslehre Einzug fand in diese. Auch in die, wenn du denkst auch an die islamische Rechtswissenschaft, da hängt auch viel von der aristotelischen Logik ab. Ja. Heißt das, dass die Scharia eine Ausgeburt aristotelischer Gedanken ist? Ich glaube, ganz so kann man das nicht sagen. Die Scharia ist das islamische religiöse Gesetz. Und hat in dem Sinne eigentlich nichts zu tun mit Aristoteles. Das ist eben eine andere Welt. Also Aristoteles vertritt sozusagen die griechische Antike und die Scharia ist ein islamisches religiöses Gesetz. Das hat insofern damit nichts zu tun. Ja, wie darf ich dann Ihre Bemerkung verstehen, dass also die Logik den Zugang zum islamischen Rechtsverständnis, also die aristotelische Logik, schafft, oder ist das, habe Nein, ich das missverstanden? In der islamischen Rechtswissenschaft gibt es natürlich auch Lehren der Argumentation. Und um diese Argumentationslehren zu vermitteln, brauchte man Elemente aus der aristotelischen Logik, auch in der Theologie, in der islamischen. Da lernte man aus der Logik des Aristoteles, wie man argumentieren muss. Insofern hat die aristotelische Logik einen Weg in islamische Wissenschaften gefunden, aber nicht in die Scharia, nicht in das islamische religiöse Gesetz.
Was mich noch interessieren würde, wie ist das zu erklären, dass Kulturkreise in der Wissenschaft dann so stark zurückfallen? Sie haben angesprochen, Übersetzungen vom Griechischen ins Arabische, dann vom Arabischen ins Lateinische und dann in letzter Konsequenz abfallende Bedeutungslosigkeit. Wie ist sowas zu erklären? Die abfallende Bedeutung? In die Bedeutungslosigkeit. Wovon? Von arabischem Wissen, von griechischem Wissen. Was jetzt den wissenschaftlichen Anspruch angeht. Für die arabische Welt? Nein, für die heutige Welt. Das kann man so, denke ich, nicht sagen. Also denn meine Überlegung war, die arabische Medizin war ja gegen Ende des Mittelalters der europäischen Medizin deutlich voraus. Mhm. Und heute wäre es ja beinahe vermessen, arabische Medizin, sag ich mal, der europäischen oder der westlichen Medizin gleich. Sie meinen, warum irgendwann die arabische Welt sich der Führung der europäischen, westlichen Welt unterwerfen musste im wissenschaftlichen Bereich. Nicht mehr weiterentwickeln konnte. Das ist eine gefürchtete Frage, die sehr schwer, auch in der Forschung sehr umstritten ist. Ich kann Ihnen dazu ein paar Anknüpfungspunkte geben. Zum einen müssen wir ganz sicher festhalten als erstes, dass es in diesem Sinne die islamische Welt einfach nicht gibt. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, sowohl was die einzelnen Gebiete anbelangt, als auch über die ganze Chronologie. Also wir müssen da sehr, sehr aufpassen, wenn wir von islamischer Welt sprechen. Dann als zweites kann ich sagen, dass es natürlich die Versuche schon gegeben hat, den Islam auch mit modernen Wissenschaften, auch Naturwissenschaften zusammenzubringen. Also da muss man zum Beispiel Mohammed Abdu nennen aus dem 19. Jahrhundert, der gerade eben versucht hat, diese Integration auch zu ermöglichen. Was immer als eine Einschränkung bleibt, ist, dass im Islam die einzige Quelle der Erkenntnis der Koran bleibt. Da sieht man eine Extremform davon, sieht man eigentlich bei Ibn Taymiyyah, der ja dann die Grundlage bildet für Saudi-Arabien, für die Doktrin in Saudi-Arabien. Die Quelle der Erkenntnis ist der Koran und es muss alles mit dieser koranischen Erkenntnis vereinbar bleiben. Und deswegen ist es sehr schwierig, aus dieser Perspektive zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Es hat ja im 4., 5. Jahrhundert an der Bibliothek von Alexandria so eine Art christliche Filterung der Texte gegeben. Hat die sich jetzt auf diese Texttraditionen ausgewirkt? Und kann man das überhaupt noch rekonstruieren? Ja, insofern als die natürlich diese spätantiken Kommentatoren auch schon neuplatonisch geprägt sind. Und diesen Neuplatonismus haben ja dann eben die arabischen Kommentatoren auch übernommen, auch weil sie den Aristoteles so verstanden haben in dieser neuplatonischen Färbung. Was Sie vorhin sagten, die immer wieder Rückbesinnung auf den Koran, ist das denn letzten Endes auch die Ursache dafür, dass es eigentlich dort keine Aufklärung gab, wie im Sie hier? Das liegt so viel. Ist die Ursache? Ja, würde man schon. Also wenn Sie die, wie ich sagte, also wenn die jede Erkenntnis aus dem Koran heraus destilliert werden muss oder aus, also dem Koran und dem Hadith, also den Koran umgebenden Überlieferungen, dann schränkt das natürlich den Blick ungemein ein. Warum war der Umweg geografisch und sprachlich in erster Linie notwendig? Der Umweg von Aristoteles über das Arabische in die mittelalterliche europäische Welt. Zum Beispiel, weil die Schriften vernichtet wurden oder verloren gegangen sind, oder welche Gründe gab es noch dafür? Es ist, denke ich, jetzt eine Frage der Perspektive, wenn Sie von einem Umweg sprechen. Für die arabischsprachigen Gelehrten war es ja kein Umweg. Nein, also aus europäischer Sicht. Griechenland ist Europa und Paris ist Europa und dazwischen ist Bagdad.
Also der Umweg hat insofern stattgefunden, als die Erkenntnisse, die die arabischen Gelehrten aus den aristotelischen Schriften gezogen haben, neu waren für die lateinische Welt im 12., 13. Jahrhundert. Sie haben ja auch, wie ich schon gesagt habe, es gab auch direkte Übersetzungen aus dem Griechischen ins Lateinische. Aber was die arabischen Philosophen dazu geschaffen hatten und was sie eben schon weit vor der lateinischen Welt übersetzt haben und sich darüber Gedanken gemacht haben, das kam eben erst dann mit diesen Übersetzungen in den Westen. War das deshalb, weil die ein breiteres Schrifttum, die Überlieferung war ja sehr lückenhaft, da waren ja dann mehrfache Übertragungen ins Lateinische und da waren vielleicht nicht alle Schriften da und dass die Araber mehr zur Verfügung hatten? Oder war es vielleicht auch ein Punkt, dass Arabisch damals gleich fortschrittlich war, zum Beispiel auf die Medizin bezogen oder so? Ja, also man kann vielleicht etwas salopp sagen, dass die Lateiner sich vielleicht noch etwas zu wenig gekümmert haben um die ganze Sache und die arabischsprachigen Gelehrten waren da einfach früher dran. Sie hatten Ibn Taymiyyah erwähnt und da ist mir eigentlich der Gedanke gekommen, muss man ihm denn nicht auch gerecht werden, indem man anerkennt, dass bei ihm ja die aristotelische Logik und die Argumentationsform, die er eben über islamische, scholastische Theologie vermittelt bekommen hat, voll vorhanden ist. Und dass er im Endeffekt auch eine Position einnimmt gegen dieses philosophische Spekulieren, also ich sag mal bis ins Unendliche hinein und dem wieder eine gewisse, also durch seine Kritik, wirklich eine rationale Kritik, auch entgegentritt. Also das ist auch ein rationaler Denker und weshalb man jetzt bei Ibn Taymiyyah in Saudi-Arabien vielleicht die eine Seite nur nimmt und sich nur daran anbindet, das kann man ihm selbst ja wohl nicht anlassen. Absolut, also da bin ich vollkommen einig mit Ihnen. Sie haben auch sehr recht, darauf hinzuweisen, auf diese Sichtweise Ibn Taymiyyahs. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass die Weiterentwicklung der Philosophie in der islamischen Welt dann vor allem unter dem Einfluss Avicennas immer mehr auch in Richtung Mystizismus ging. Also wir haben auch die Auffassung auch von arabischen, also zeitgenössischen Gelehrten, dass die islamische Welt sich dann eben mehr an Avicenna orientiert hat in der Philosophie, der ja eindeutig ein Penchant zum Mystizismus zeigt. Also, und dass eben der Westen sich mehr an Averroes gehalten hat und deswegen auch mehr diese rationalistische Seite oder diese rationalistischen Wissenschaften gefördert hat. Und auf diesem Hintergrund kann man, wie soll ich sagen, versteht man auch eher den Ibn Taymiyyah, der auch die Logik wieder in den Vordergrund setzt und sich auch dann gegen diesen mehr ins Mystizismus verfliegende Philosophie Avicennas gestellt hat. Ja, ich habe noch eine Frage. Es ist ja doch interessant, wenn ein Wissen über, ich sage jetzt mal, über fünf Ecken übersetzt wird und dann vermittelt. Und es gibt ja in der Heiligen Schrift oder in der Bibel so ein paar Beispiele dafür, dass Übersetzungen, ich sage jetzt mal, im heutigen Sprachgut nicht mehr korrespondieren oder nicht mehr übereinstimmen mit den Urtexten. Gibt es da in der aristotelischen Übersetzung auch ein paar Beispiele dafür, die heute nicht mehr ganz dem entsprechen, was den ursprünglichen Quellen oder der Inhalt der ursprünglichen Quellen gegeben hat? Sie meinen jetzt auf sprachlicher Ebene? Ja. Es ist insofern ein besonderer Fall tatsächlich, diese Gattung der Übersetzungen aus dem Griechischen, als auch eine besondere Sprache geschaffen wurde damit, weil die Übersetzer sowohl terminologische Schwierigkeiten hatten, das ist ganz klar, als auch grammatikalische. Also wenn Sie je versuchen, einen griechischen Satz ins Arabische zu übersetzen, werden Sie sehr rasch an Grenzen stoßen. Und von daher hat sich auch so eine Art Slang herausgebildet. Und die Kritiker, die ich auch erwähnt habe, an diesen, zum Beispiel eben an der griechischen Logik, die haben dann auch gesagt, du, also zum Beispiel Matta ibn Yunus eben, du berühmter Matta ibn Yunus, du kannst ja nicht mal richtig Arabisch, weil diese Sprache eben nicht den
Standards des klassischen Hocharabisch, bis zu einem gewissen Grad nicht den Standards des klassischen Hocharabisch entspricht.